Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Halblife-Video. Also schon spät am Abend, ich glaube 6. Spät am Abend ist übertrieben, aber ich bin gerade von unten gekommen und ja. Ach Leute, egal. Könnt ihr euch morgen alles angucken. Heute jedenfalls möchte ich euch erzählen, was gestern war. Ich bin wieder relativ früh aufgestanden. Ich mache das jetzt gerne und dann ist es meistens noch dunkel. Aber dann schaffe ich meine Arbeit einigermaßen und muss nicht immer die Zeit vor mir herschieben oder ihr hinterherlaufen. Und ja, dann habe ich halt wieder die Tiere versorgt, bin reingegangen, habe mit euch den Morgen oder bin mit euch in den Morgen gestartet. Relativ spät dann ja auch mit dem Frühstück begonnen und wollte dann wieder am frühen Nachmittag mit euch in die Stadt gehen. Nachdem ich dann alles fertig hatte, die Videos eingestellt hatte, wollte ich unbedingt gucken, wie weit der Autobahnbau gelungen ist. Denn hinten kann man ja gut schon immer gucken und sich anschauen, wie die Bohrarbeiten und die Straßenbauarbeiten vonstatten gegangen sind und das hämmert und klappert ja die ganze Zeit hier schon. Dann wollte ich unbedingt gucken mit euch, wollte da mal hochsteigen, hatte ich ja gesagt, und das habe ich gemacht. Also ich bin einmal den Berg hier runter und dann bin ich ihn auf der anderen Seite wieder hoch, weil hier kommst du, musst du durch die Bananenfelder, das war ja nicht bei den ganzen Schlangenalarm hier, und bin dann von oben wieder hochgestiegen und da in die schöne Aussicht gegangen. Im Sommer haben wir da öfters mal gestanden und ich habe gefilmt und euch gezeigt und in Träumen schwelgte ich da immer, weil das so schön war und da waren noch keine Häuser. Jetzt haben die überall Häuser hingebaut, man sieht gar nicht mehr so den Strand und so und das Meer. Naja, da bin ich dann hoch und habe tatsächlich zu meinem Entsetzen oder Freude, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, gesehen, dass tatsächlich da die Straße gebaut wird. Also die sind da mit riesigen Bohrmaschinen dabei, die Bergspitzen, hätte ich was gesagt, die Berge einzuhämmern und einzuschlagen. Und den Straßenbau hier oben höchstwahrscheinlich durch die Bananenfelder anzusetzen. Was mich gewundert hat, ist, dass der Straßenbau nicht durchgängig ist. Also ich würde jetzt meinen, dass man von Alanya Richtung dann hier hoch den Straßenbau zügig in einem durchmacht. Aber entschuldige bitte, die scheinen wohl zwischendurch einfach anzusetzen, weil die Straße nach hinten, nach Alanya, ist noch gar nicht durchgängig. Keine Ahnung. Naja, wir werden das alles gewahr werden und ich habe jedenfalls gefilmt und habe euch das gezeigt. Und ja, man muss auch heute sagen, dass schon ein zweiter Kran dazu gekommen ist. Ihr müsst das ertragen, ne? Ich kann es nicht ändern. Und dementsprechend, ja, die sind die schon ein Stück weiter, ne, als gestern. Die arbeiten auch mal bis spät in den Abend. Heute ist ja Samstag, die haben den ganzen Tag morgens um 7 fingen die schon an, darum zu bohren. Ich bin dann mit euch zügig wieder runter, bin dann ja mit euch an den Strand und habe in der Stadt so ein bisschen für TikTok gefilmt, habe euch den Friedhof gezeigt auf TikTok. Euch habe ich das natürlich auch gezeigt nochmal, aber ihr kennt das ja schon. Und dann, als ich dann am Strand angekommen bin, habe ich an der Promenade eine Katzenfamilie gesehen. Also ganz kleine Babykätzchen, ganz kleine Babykitten mit ihrer Mama. Und dieses eine schwarze Kätzchen saß so ein bisschen abseits. Habe ich schon gedacht, Mensch, ob das krank ist. Aber ich kann euch einmal spoilern. Heute habe ich es wieder gesehen und die hat ganz fleißig an Mamas Brust getrunken. Habe ich euch auch aufgenommen. Vielleicht stelle ich das oder habe das schon reingestellt. Ja, meine Lieben, das war richtig süß anzuschauen und richtig traurig auch, ne, eigentlich, weil die Katze da so einsam oder auch eigentlich nicht, weil die Leute füttern die. Ja, die ist da ganz up to date, die Katze. Alle gucken sie an natürlich mit den Babys. Kriegt bestimmt genug Futter, obwohl ich heute ja nichts gesehen habe da, ne? Aber das ist nicht schlimm, denn im Katzenpark, die stellen immer Futter hin. Also brauchst du nur 50 Meter gehen, nicht mal 30, und dann kann sie sich da satt essen immer. Genau, auf jeden Fall wurden die heute ordentlich gesäugt und gestern habe ich sie ja gefilmt. Die kleine Babykätzchen hat sich so in der Sonne gesonnt, das war richtig süß, ja. Naja, dann bin ich an den Strand gegangen mit euch, habe euch zuvor, bevor ich das alles gemacht habe, auch noch erklärt, warum die Menschen ihre Früchte so an den Straßenrändern alle halten, ja, warum das nicht eingezäunt ist. In Deutschland würden die Mandarinen und die Bananen ja alle eingezäunt sein mit hohen Zäunen, dass da auch keiner was abrupft. Bin auch sicher, dass das gemacht werden würde in Deutschland. Aber hier tatsächlich nicht, oder zumindest war das bisher immer so, dass das niemand gemacht hat. Und ich glaube auch, die Türken machen das nicht. Und warum die das nicht machen, habe ich versucht, euch zu erklären, indem nicht es für einen, es sind ja meistens Muslime, die hier leben und in der Türkei, logisch. Und ist es eben für den Muslim Pflicht, dass er seine Ernte, die er sozusagen im Garten hat,
anderen Leuten noch abgibt. Nachbarn, Freunde, Menschen, die Hunger haben. Ja? Deswegen wird auch nichts eingezäunt, weil nämlich auch wieder diejenigen, die daran vorbeigehen, was ja auch meistens Muslime sein so, sind, dann in dem Fall oder früher immer waren, war ja noch keine Einheimischen hier, damals, für die ist es nämlich haram, wenn sie aus fremden Gärten irgendetwas essen. Natürlich, wenn man Hunger hat und ähnliches, ich bin jetzt kein Muslim, kein Islamexperte, bitte informiert euch da selber, dann ist es vielleicht erlaubt, ich weiß es nicht, aber normalerweise nimmt kein Muslim aus fremden Gärten ohne zu fragen etwas. Ja, das ist wirklich gar nicht gut und ganz, ganz schlimm für uns, wenn wir sowas machen. Das heißt, das ist wie Diebstahl, also auch wenn es nur eine Banane ist oder ein Apfel, das weiß schon jedes Kind, aus Nachbarsgarten zu nehmen, ist haram. Und das ist wie Schweinefleisch essen. Also ob es die gleiche Sünde ist, weiß ich nicht. Aber auch das ist ja haram. Insofern, es ist eben nicht erlaubt. Ja, und das darf man nicht. Und deswegen macht das auch keiner. Es sei denn, er hat vielleicht Hunger oder ähnliches. Oder er fragt vielleicht, klingelt, darf ich bitte? Deswegen, darauf hat man sich verlassen, all die Jahrzehnte. Und das ändert sich natürlich alles im Moment. Und wird auch in der Türkei leider nicht mehr so, wie es früher mal war. Ja, auch hier wird es schlimmer. Hab da ja schon ganz tolle Sachen gehört und insofern, ja, alles nicht so schön, ja. Aber deswegen hängt hier alles an den Straßenrändern, weil niemals würde das jemand essen. Es sei denn, er hat wirklich Hunger und dann ist ja auch in Ordnung, soweit ich weiß, ne. Wie gesagt, ich will da nichts Falsches sagen. Genau, meine Lieben, und dann bin ich wieder hochgestapft mit euch und hab dann noch meine Reste gegessen. Ich hatte ja am Abend noch Porre-Eintopf von vorgestern, den wollte ich alle machen. Eigentlich wollte ich Karottensalat machen, hab mir aber gedacht, nee, wenn ich das mache, dann schaffe ich den Eintopf nicht, habe ich dann gelassen, aber ich wurde auch nicht satt, ne? Obwohl das den ganzen Teller befüllt hatte, was da noch an Resten übrig war. Aber ich habe mir dann tatsächlich nochmal Brot gemacht. Und ja, am Abend hatte ich dann leider eine ganz schlimme Nachricht erhalten. Das war wirklich gar nicht schön. Und ich habe dann nochmal an euch appelliert, bitte passt auf euch auf, passt auf eure Familie auf, versucht vorausschauend euer Leben zu leben, immer drüber nachdenken, denn wenn ich das und das mache oder wenn das und das nicht beachtet wird, könnte das und das passieren. Versucht Gefahren schon im Vornherein zu vermeiden. Natürlich, man kann nicht alles tun, aber für Menschen, die eben klein sind, alt sind, auch bei sich selbst, man sollte immer vorher überlegen, bevor man irgendetwas macht. Ja, immer den Kopf einschalten, immer versuchen, Gefahren, die lauern könnten, zu vermeiden, ja, indem man vorsichtig ist einfach, möchte ich hier auch nochmal an dieser Stelle appellieren. Ja, es ist Alhamdulillah alles gut gegangen, aber es war wirklich ein ganz großer Schreck gestern für uns alle und das hat sich auch natürlich noch in die ganze Nacht weitergezogen. Ich habe euch ja dann auch heute nochmal mitgenommen, heute Morgen und hab natürlich auch nicht gut geschlafen und habe mir drüber nachgedacht und Alhamdulillah, es ist alles gut gegangen. Tschuch, schükür, sind sehr dankbar, aber bitte passt auf euch auf. Und jetzt möchte ich mich ganz herzlich für euch bei euch bedanken, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr den gestrigen Tag wieder mit mir verbracht habt. Wünsche euch noch einen tollen Sonntag und ja, bis morgen, inshallah. Tschüss.